Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu Part 2 von Sleeping Dogs. Oh yeah! Und wir machen weiter und wir müssen das eingetriebene Schutzgeld aus dem letzten Part jetzt bei Winston abgeben. Natürlich haben wir uns noch neue Klamotten gekauft. Naja, könnte schicker sein, allerdings hatten wir keine andere große Wahl. Dennoch haben wir damit unser Schläger 1 Set zusammen und machen jetzt 5% mehr Nahkampfschaden. Das ist awesome, man. All this teen is like you were born to do this. Hey, Jackie! Ima, tell her what's going on. Just keeping an eye on things. Yeah? What'd you see? I tell you what I didn't see. Nothing to be impressed about. I'm watching you, new guy. You fuck up. What? We're gonna throw down? What kind of grade school shit is this, huh? I work my ass off all day, so fuck off and grow up. Jackie, you're coming with me. We got something to take care of. And you! Don't fuck with me. Ich würde dich nie verarschen. Wie kommst du darauf, weil ich an der Coverbulle bin? Ach was. Okay, was? Kopf- und Triadenpunkte. Kopf- und Triadenpunkte gewähren Ihnen Erfahrung für den Aufstieg in die nächste Stufe. Steigen Sie auf, um neue Upgrades zu kaufen. Okay, erhalten eine Belohnung, $800 und wir haben da so ein bisschen Erfahrung dazu bekommen. Missionswiederholung freigeschaltet. Missionspunkte 306 Highscore. Ah, okay. Erweisen Sie dem Händler eine Gefälligkeit. Gewinnen Sie Ansehen, indem Sie verschiedenen Leuten Gefälligkeiten erweisen. Na, machen wir das doch mal. Frau Händlerin, was verkaufst du denn hier eigentlich? Was ist das? Also, ich sehe hier auf jeden Fall BHs, aber was liegt da? Sind das Unterhosen? Geh nicht rum, geh weiter, Mann. Sollen das Unterhosen sein? Aber was sind das für Kreise? Sind die in so komische Ringe eingespannt? Ich kann es nicht erkennen. Und selbst wenn, sind es ganz schön kleine Unterhosen. Ja, ich biete dir ja meine Hilfe an. Was ist denn los? Probably, yeah. What is it? Mrs. Chu sent over some lunch, but I haven't paid yet. Can you take this back to the restaurant? All right. You might want to hurry. I heard Dog Guys are sending reinforcement. You should probably be gone before they get here. Okay. Dann laufen wir mal dahinter. Mal schauen, wir können wir auch hier. Ne, da können wir nicht durch. Sorry Leute, Achtung, ich muss hier durch. Wir müssen da eine Essensrechnung bezahlen. Macht doch mal Platz, bitte. Entschuldigung, Achtung. Achtung, ich muss hier alles durch, Mensch. Macht doch ein bisschen Platz. So, einmal hier durch. Okay. Ja, die Drachenshow ist vorbei mit dem Feuerspucker, aber ich nehme mal an, die Leute da vorne wollen gleich ein wenig Stress haben. Na dann. Was geht, Leute? Lautsprecher! Bam! So, was ist mit euch? Shit, ich hab noch Blocken gedrückt, aber zu spät. Beziehungsweise Content ist es ja. So. Ah, ich hab wieder zu spät gedrückt. Machen wir jetzt. Ich könnte die Leute noch anvisieren mit LT. So, komm mal mit. Wolf, was war das denn? Schüchtern Sie Gegner ein und generieren Gesundheit, okay? Oh yeah! Shit. Da hinten ist noch ein Lautsprecher. Und Birne rein! Bam! So, next. Ja, ah, shit. Komm, erstmal küss die Bühne. Piss dich. Und du kommst mit. Du musst noch deine Mutti anrufen. Bam. So, sehr schön. Ah, und jetzt sehen wir unten, wir regenerieren Gesundheit. Sehr schön. So. Dann zahlen wir doch mal das Essen. This is for Susan's lunch. Thanks.
Problem. Gefälligkeit erledigt. Ansehen, Erfahrung, Stufe 1. Erhaltene Belohnung, $200. Was ist HK? Weiß nicht. Mit was zahlen die denn hier eigentlich? Oh mein Gott. Ich hab keine Ahnung. Und Feldbericht Winston Chu. Treffen Sie sich in der Küche mit Winston. Okay. Ich kann mal gucken. Feldbericht. Sozialknoten. Ich speichere einfach gerade mal. Nur mal so, weil ich kann. Susan's Lunch. Ja. Machen wir mal. Hat er das jetzt getan? Hm. Keine Ahnung. Upgrades. Das ist hier. Genau. Und da haben wir hier verschiedene Talentbäume, sag ich jetzt mal. Gesundheitsregeneration. Ja, einen haben wir gefunden. Wir können bis zu 100% gehen. Schauen wir mal, wie viel wir von diesen Schreinen da finden. Und hier können wir dann später aufsteigen. Zum Beispiel hier Schnellentwaffnung. Way kann Schusswaffenträger kampflos entwaffnen. Oder, also das ist hier dann die Cop-Upgrades. Oder brechen Sie mit einem Slim Jim Autos auf, ohne Alarm auszulösen oder die Scheibe zu zerstören. Und da haben wir hier auch noch Triaden-Upgrades, also je nachdem, wie wir in den Levels aufsteigen. Aber dann Schlagresistenz, der Spieler leidet weniger Schaden durch unbewaffnete Angriffe und zusätzlicher Schaden durch alle Schlagangriffe. Also da können wir uns dann quasi später noch anschauen, was wir da für einen Talentbaum machen. Ihr Sweepkick wirft mehrere Gegner zu Boden. Naja, schauen wir mal alles im Laufe des Spiels. So, und wir treffen uns jetzt erstmal mit Winston in der Küche. Achso, da müssen wir einfach nur in dieses Trachtensymbol laufen. Are you shitting me? So what'd you do? Nothing. Say mother mole. I came straight to you. Didn't want to start anything major but without you knowing, you know? So get this. A couple years ago, this guy Ming came to me and asked me to look out for him while he did business. Special K mostly, but other stuff too. I thought, why not? I take a nice little cut for my boys, no problem. But this week, I sent Jackie here to pick up the envelope, and he tells my boy to fuck off. Apparently, he's friends with Dog Eyes now, so we can all go fuck ourselves. You want me to make an example out of Dog Eyes? That home Garton is gonna get what's coming in. Right now, I need someone to take care of me. Was man als Undercover-Bulle so alles machen muss. Gut, bisher haben wir ja eigentlich nur Gangmitglieder verletzt und halt leider diese eine Dame, die wir da auf dem Markt umgeklatscht haben. Aber das war ja jetzt, sag ich mal, nicht beabsichtigt. Gibt's hier noch irgendwas? Können wir hier eigentlich auch was essen? Können wir hier was zu essen bestellen? No smoking! Shit, ich hab mir gerade eine Kippe angemacht. Naja. Waren nach Mengs Aufenthaltsort fragen. Polizeibrüche. Im Laufe des Spiels schalten Sie neue Polizeibrüche frei. Benutzen Sie Ihr Telefon, um sie abzurufen. Das machen wir doch direkt mal. Ah, hier, Berichte. Gesperrt, 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 gesperrt. Ah, Feldbericht Winston Chu. Hintergrund Winston Chu. Codename Dragon. 5. Oktober 2010. Streng geheim. Mein Hauptkontakt ist Winston Chu, der Sun und Red Pole, der einen Teil von North Point kontrolliert. Zumindest denkt er das. Wie aus meinen letzten Berichten hervorgeht, verliert Chu die Kontrolle mehr und mehr an eine rivalisierende Sun Onye Red Pole namens Sam Dog Eyes Lin. Chu ist hitzköpfig, impulsiv und nicht allzu clever. Er verfügt über keinerlei schulische Ausbildung und ist selbst mit Intrigen auf Gang-Ebene überfordert. Seine Stimmungsschwankungen gehen möglicherweise auf anabolische Steroide zurück, die er meines Erachtens regelmäßig einnimmt. Chu ist ein idealer Zugang in die Triade. Er ist ehrgeizig, aber zu dumm, um seine Ziele zu erreichen und braucht dringend eine intelligente rechte Hand. Diese Rolle spiele ich. Okay, das ist ganz schön viel Text. Ich werde es nicht jedes Mal vorlesen, weil ich glaube, wenn wir da mehrere Berichte bekommen, das zieht das Ganze ganz schön in die Länge. Ich werde sie aber auf jeden Fall aufrufen. Und den oberen Teil vorlesen, also das hier. Und alles andere könnt ihr dann pausieren und selber lesen. Ich glaube, das macht das LP etwas flüssiger. So haben wir noch weitere Feldberichte. Ist halt doof, dass sie jetzt wie Winston Chu so mittendrin sind. Aber gut. Was haben wir hier noch? Berichte, SMS. Wir haben noch keine SMS bekommen. Schade eigentlich. Kontakt, keine Kontakte. Okay. Nein, ich bin nicht dein Sexy Man. Ich will doch nichts bei dir kaufen. Mal auf die Uhr geschaut, wir haben auf jeden Fall noch genug Zeit. Die machen immer noch Fotos hier. Vor allem jetzt sind die Drachenleute wieder da. Also anscheinend haben die, hat die Gang eben die ganzen Leute hier weggeschickt, damit sie genug Platz haben, um von mir auf die Fresse zu bekommen. Was gibt's denn hier? Maschine benutzen. Oh, $30? Für?
Kluck, kluck, kluck. Was zu trinken? Achso, dann, das war auch wieder so ein Trank, der unsere Nahkampfangriffskraft ein bisschen erhöht. Dragon Kick, glaube ich, nennt sich das Ganze. Und das hier sind Sicherheitsleute hier vom Nachtmarkt, oder was? Weiß ich nicht genau. Nein, ich will immer noch kein Veggie machen. Ein andermal. So, mit dir sollen wir reden. Hey, bei dir waren wir doch vorhin erst. I'm looking for Ming. You know where he's at? Yeah, he just passed the food stand around the corner. Ming stellen. Da hinten lang also. Okay, ich nehme einfach mal an, wir sollten uns ein bisschen beeilen, ne? Oder auch nicht. Hey, warum schubst du die Frau? Sowas macht man nicht. You didn't pay Winston, asshole. Ming verfolgen. Achtung, die Damen, Achtung, sorry. Oh yeah. Sorry, Achtung. Wow, hatte da gerade jemand die Brüstung runtergeschubst? Ist der doof? Komm her jetzt, Junge. Achtung, Leute. Wir sind ein bisschen schneller wie er. Bam. Oh ja, den hat er sogar an die Mauer geklatscht. Oh shit! Erstmal gesprungen und dann oh shit gerufen. Achtung, oh, das tut mir leid. Ah, das wollte ich nicht. Ich meine, wenn ich hier mal so ein Typ umschubse oder so, das geht ja noch, ja. Aber eine Frau, der muss mir. Verpisst euch. Wer bist du denn jetzt? Ach, das ist er ja. Ich dachte, unser Ziel war weiter weg. Plötzlich steht er direkt vor uns. Ach Leute, das wollt ihr doch nicht wirklich, oder? Na ja, gut. Dann komm mal her. Haben wir hier irgendwas, wo blinken das? Schade, ich dachte, ich könnte ihn irgendwie in die Mülltonne packen. Okay, Leute, wartet mal. Ja, wieder, ich drücke immer B. So, warte mal, dich packe ich mal. Da hinten haben wir... Oh, Lüfter. Brrrt. Bam. Ah, shit. Komm mal her. Mit dir gehen wir hier zu dem Laden. Pam. Schläger in Mülltonne werfen. Okay. Ah, damit wir hier hochkommen. Fuck you selber, Mann. Komm hier runter. Komm schon mal, das packst du. Oder mehr. Wow, der hat ein Messer. Du reißt mir den Arsch auf? Das glaube ich nicht. Da ist was. Lass dich mal kurz hier durch. Nix. Oh, fuck, Alter. Okay, ich sehe da den nächsten Ventilator. Ah. Komm mal mit. Komm hier. Wow. Da hinten haben wir noch was. Ich probiere mal alles aus. Geil. Ah, fuck, ich drücke immer die falschen Tasten. Da muss ich mich echt noch dran gewöhnen. Komm her. Ach, das ist der Typ beim Messer. Wow, wow, wow. Da müssen wir erstmal seine Leute hier platt machen. Was? Komm her. Ab in den nächsten Ventilator. So. Komm, mit. Komm, der schubst mir hier rein. Okay, packen können wir den nicht. Wir müssen hier also... Wow. So müssen wir das Ganze machen. Fuck you, gibt nix. Wie viel Lebensenergie hat er denn? Ah, da kriegen wir es angezeigt. Aua! Aua! Ah, gerade war die Kameraperspektive ein bisschen doof. Ach, das war's. Schade, ich wollte ihn auch noch irgendwo reinstumpfen. Dog guys gonna kill you! Fuck Dog guys! Winston owns this area.
You fuck with us, and you'll regret it. Okay, okay. But please, make sure Dog Eyes doesn't kill me. Fuck, wo kommen die Cops denn jetzt her? Wir haben doch hier nur ein bisschen rumgetollt. Wir haben nicht mal jemanden irgendwie ernsthaft verletzt. I'm Inspector Tang. You have quite a rap sheet here. Multiple arrests in San Francisco, alleged ties to organized crime. And now you're here, enforcing for the Sun on Yi. You know, you don't have to throw your life away like this. Your concern's really moving. Yeah, I appreciate that. I'm suddenly realizing I should have never dropped out of art school. I could have made it. I could have been a real somebody. Thank you for showing me the light, officer. I want to give you a chance, Shen, but you have to work with me. Then maybe I can cut you a deal. Oh, Superintendent, I'm in the middle of an interrogation. Inspector, there's been a misunderstanding. Misunderstanding, sir? As your superior officer, I'm instructing you to release this man. But, sir, I have it on record that he's Sun on Yi. I understand that. I can't simply just cut him loose. I mean, you're asking me to release a criminal with known connections to the Triad. And not only is it against protocol... Well, for God's sake, Tang, he's one of us. What? Jesus, Pendrew, let me get the door. There are a few badges outside who didn't hear you. It's all right, Wei. We can trust her. Trust her? I just met her. Congratulations, Tang, so now you know. Maybe now we can make sure that we're helping Wei, not making his job harder than it already is, hmm? Yeah, it doesn't seem like I have much of a choice. No, you don't. Now see yourself out. Permission to speak freely. Denied. You need to be more careful, Wei. Much more careful. I can't bail you out like this again. Sir, I don't want to hear it. Just be careful. Errungenschaft freigeschaltet. Gangmitglied. Okay, und wir haben wieder ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Triadenerfahrung geht natürlich um einiges mehr hoch. Wir erhalten eine Belohnung. 270 DX, also ein Fahrzeug haben wir freigeschaltet. Ein EF-Bericht über Sam, Dogger ist Lynn. Und ein sicheres Haus in North Point. Cool, also wir haben ein Auto, ein Haus und Informationen über Dogger ist. Nice, oh, und da hinten sehe ich so eine Lebensstatue da. Ricos Outfit aus Just Cause 2. Was? Polizeischutzpack? Okay, erhalten Volumen, Mission, Hochgeschwindigkeit. Jetzt gibt's Belohnung freigeschaltet. Erhalten Belohnung. 3 GSP-T-Shirts, GSP-MMA-Shorts und GSP-Stirnband. Was wir alles freischalten. American Gangs and Asian Ones don't compare to the Triads. I don't like this cocky little fucker. You need to be more careful, Wei. Much more careful. Ah, das ist anscheinend unser sicheres Haus, welches wir gerade als Belohnung bekommen haben. Keep it together. In ihrem sicheren Haus gibt es ein Bett, einen Kleiderschrank und eine Videoüberwachung, mit der sie auf gehackte Kameras zugreifen kann. Steady now. Okay. Kleiderschrank öffnen. Schauen wir doch mal rein. Standard-Outfits. Schwarzes Trainingsoutfit von GSP. Weißes Trainingsoutfit von GSP. Und das Rico Rodriguez Outfit, perfektes Outfit, um für Chaos zu sorgen. Kapern Sie Fahrzeuge in größere Entfernung. Ja, das ist ja so ein Hauptaugenmerk von Just Cause 2. Setzen Sie GSP Flying Punch Move ein, um verursachen Sie mit Griffen zusätzlichen Schaden. Okay. Sollen wir das hier anziehen? Nein, wir behalten erstmal das hier. Und da können wir dann eigene Outfits speichern quasi. Barfuß ist doof. Okay, aber wir brauchen das hier für das Schlägerset. Drücken Sie das hier für die Karte. Rauszoomen. Ah, hier. Ja, und wir haben hier definitiv eine große Karte. Bin mal gespannt, was wir hier noch so erleben werden. Drücken Sie Überfall und Lieferung, neuer Fall verfügbar. Was ist der Unterschied zwischen Blau und Grün? Legende, gibt es hier eine Legende? Da, Legende.
Fallstart, Missionsstart. Okay. Neuer Fall und eine neue Mission. Ich nehme an, die Missionen sind für die Gang und der Fall für die Polizei. Hä? Vermute ich jetzt einfach mal. Was machen wir denn dann zuerst? Den neuen Fall. So, was haben wir hier? Können wir irgendwie an den Kühlschrank oder so? Nee. Wo ist es denn mit der Videoüberwachung? Auf der Toilette? Ach, dann können wir Toilette benutzen. Ach ja. Muss ja auch mal sein. Aber hat das irgendeinen Nutzen? Kann ja sein, man weiß nie in so Spielen, dass das dann irgendwie was macht. Natürlich waschen wir uns nach dem Pink in die Hände, also ich meine, so viel Anstand muss ja noch sein. Und wir haben sogar ein Spiegelbild. Sehr schön. Was kann man hier noch machen? Wir schauen uns erstmal in unserer Bude um. Hier gibt es einen Schreibtisch. Da können wir nicht wirklich was machen. Und da ist wahrscheinlich der Fernseher für die Videoüberwachung, aber da können wir gerade nicht so wirklich dran. Schlafen gehen wollen wir nicht. Kleiderschrank wollen wir nicht. Können wir noch irgendwas in der Küche machen? Nudeln kochen oder so? Nee, auch nicht. Okay, was haben wir hier für ein Poster? Sagt mir jetzt nichts. Rotes Poster mit Ticker drauf. Dann würde ich sagen, Moment, wir stellen uns mal anders hin. So, da hat man die Wohnung so ein bisschen im Hintergrund. Ich würde sagen, ich verabschiede mich aus diesem Part und wir werden uns im dritten Part wiedersehen. Also Leute, bis dahin. Ciao, ciao.